Herzlich willkommen zum heutigen IDEAS Aktiencheck der Societe Generale. Es begrüßt Sie René Bertheit. Es ist Montag, der 8. März 2021, 10.10 Uhr. Und wie immer wollen wir in den nächsten Minuten zwei interessante Aktien uns anschauen. Wir beginnen dort gleich mit der deutschen Börseaktie. Bevor wir aber dazu kommen, noch zwei rechtliche Hinweise. Zum einen stellt dieses Video keine Anlageberatung dar und dient nur Informationszwecken. Und zum zweiten ist es nur meine Sichtweise, die hier präsentiert wird und nicht die der Societe Generale. Nachdem wir das abgehakt haben, können wir uns dann wirklich dem interessanten Bereich zuwenden, nämlich der deutschen Börseaktie. Und ich habe hier eine Aktie mitgebracht, die zuletzt ja doch ein bisschen enttäuscht hat. Mit der Corona-Krise, ich denke mal, das haben viele von Ihnen mitbekommen, hat das Aktientrading auch hierzulande doch nochmal einen Aufschub und einen Aufschwung bekommen. Das heißt, hier haben sich viele neue Marktteilnehmer dann auch mit der Börse beschäftigt. Und das hat im Grunde dann auch zu einem sehr hohen Transaktionsvolumina in den letzten Monaten geführt. Und da ist es schon relativ spannend, dass die deutsche Börse zumindest kurstechnisch davon nicht profitieren konnte. Wir hatten zwar erst eine sehr, sehr dynamische Kaufwelle mit einem neuen Allzeithoch oder neuen Hoch bei 170,15 Euro, dann aber schon im letzten Jahr, im Spätsommer, Sommer, einen doch relativ deutlichen Kursrückgang zurück auf 124,85 Euro. Und seitdem pendelt der Kurs wirklich nur seitwärts unterhalb des EMA 200, also in einem leicht bärischen Umfeld. Das Ganze ist natürlich durchaus, naja, besorgniserregend, würde ich es jetzt nicht sagen, aber es gibt durchaus zu denken, relative Schwäche gegenüber dem Gesamtmarkt, das in einem doch eigentlich, ja, mit einer eigentlich guten Ausgangsbasis, und trotzdem scheint die Aktie hier momentan nicht ganz uninteressant zu sein, denn wir haben, wenn wir ein bisschen reinzoomen im kurzfristigen Bereich, jetzt einen wichtigen Support um oder beginnend ab ca. 131 Euro erreicht. Das ist der Bereich, den haben wir seit November vergangenen Jahres immer wieder mal gekauft, also um ca. 130 Euro, und konnten von dort aus zumindest immer wieder mal kleinere Erholungen starten zum oberen Widerstandsbereich bei 140 Euro. Und genau diesen Preisbereich haben wir am vergangenen Freitag kurz unterschritten, haben dann von unten wieder gekauft und haben einen Schlusskurs im Grunde hinbekommen oberhalb der Unterstützungszone. Und können hier uns eventuell wieder stabilisieren. Das ist auch genau das, worauf wir momentan abzielen können. Eine gewisse Stabilisierung auf diesem Support in einer Range. Wenn uns diese Stabilisierung gelingt in diesen Tagen, wären Gewinne wieder in Richtung 140, 141 Euro möglich. Und wir haben auf dem Weg nach oben kleinere interne Widerstände zu überwinden. Man muss der Aktie da ein bisschen Zeit geben. Der große Widerstand dann aber um 140, 141 Euro. Und wir müssen auch ganz klar sagen, erst wenn dieser Widerstand überwunden werden kann, sind wir wieder in einem bullischen Bereich drin. Und bis dahin herrscht ja so eine gewisse Vorsicht, so eine gewisse Angst. Denn wir haben natürlich zu diesem bullischen Szenario auch eine Alternative. Und die Alternative wird den Investoren in der deutschen Börseaktie gar nicht schmecken. Denn in dieser Alternative kann die Range hier nicht verteidigt werden. Und die Kurse fallen nicht nur kurzfristig auf ein neues Tief zurück, sondern man muss dann auch mit Kursen unterhalb von 125 Euro, also mit einem neuen Korrekturtief seit dem vergangenen Jahr, rechnen. Wenn wir uns dann mal anschauen, wo könnte die Kurse oder wo könnte die Aktie dann im Gegenzug hinfallen, dann wird es schon relativ spannend, denn wir haben hier noch um 120 Euro eine alte Liquiditätszone, den mittleren Bereich dieser Liquiditätszone. Das wäre also ein mögliches Kursziel für einen Ausbruch nach unten. Und wenn da auch das Kaufinteresse nicht ausreicht, um die Aktie zu stabilisieren, ja, dann wird man sich schon wieder auf den Bereich des Corona-Crash-Tiefs konzentrieren. Und das wäre natürlich für Investoren ein sehr, sehr starker Rückschlag. Natürlich kann man die Aktie wieder auf beiden Seiten handeln. Sie ist definitiv spannend. Ich habe Ihnen zwei exemplarische Zertifikate mitgebracht. Auf der Long-Seite der Call, also Open End, auf die deutsche Börse, das ist die CL9DRX. Wir haben hier einen Basispreis und einen K.O. von 118,622 Euro. Der Hebel ist relativ moderat mit 9,65 und wir haben hier ein Bezugsverhältnis von 0,1. Parallel dazu, wer eher auf einen Ausbruch nach unten handeln möchte, könnte beispielsweise auf die SB7EC1 zurückgreifen. Ebenfalls ein Short-Zertifikat auf die deutsche Börse mit einem, ja, Open-End-Bereich, also keine begrenzte Laufzeit, Basispreis und K.O. 144,615 Euro. Der Hebel ebenfalls relativ moderat mit 9,7 und das Bezugsverhältnis ist
0,1. Das sind natürlich nur zwei Beispiele, mit denen man die Aktie handeln kann, jeweils von der Long- und der Short-Seite. Wo wir auch gerade beim Handeln sind, vielleicht noch mal kurz der Hinweis zu den aktuellen Free-Trade-Aktionen. Zum einen haben wir dort die Targobank. Kauf und Verkauf hier von allen Optionsscheinen, Zertifikaten und Aktienanleihen bis zum 31.03.2021 mit einem Ordervolumen von über 1000 Euro transaktionskostenfrei. Auch bei Just Trade können Sie momentan Kauf und Verkauf ohne Transaktionskosten durchführen auf alle Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen. Die Aktion läuft hier bis zum 31.12.2021 und das ist dort schon ab 500 Euro möglich, also über 500 Euro. Die Onvista Bank, hier haben wir Kauf und Verkauf ebenfalls ohne Transaktionskosten von allen Optionsscheinen, Zertifikaten und Aktienanleihen. Die Aktion läuft jetzt nur im März, also vom 1. März bis zum 31. März 2021. Und hier haben wir ein Ordervolumen von über 1500 Euro. Kleine Ausnahme, der S-Broker, den wir hier auch nennen möchten. Hier geht es um den Kauf ohne Transaktionskosten von allen Optionsscheinen, Zertifikaten und Aktienanleihen bis zum 31.12.2021. Hier das Mindesthandelsvolumen über 1000 Euro und abschließend Finanzen.net. Dort Kauf und Verkauf ohne Transaktionskosten ebenfalls auf die gleichen Produkte, also alle Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen. Und hier gilt die Aktion vom 1.03.2021 bis zum 31.03.2021. Soweit zu den Free Trade Aktionen. Wir machen jetzt weiter mit unserem zweiten Wunschwert oder unserer zweiten Aktie. Ja, ein Wunsch ist hier durchaus mit verbunden, denn ich habe mir jetzt hier eine Aktie ausgesucht, die zumindest vom Trading-Style ähnlich zu der deutschen Börse-Aktie ist. Dazu muss man hier ein bisschen weiter rauszoomen, dann sehen wir, warum, wieso, weshalb. Denn auch hier sieht man, die Aktie ist in den vergangenen Tagen und Wochen unter Druck geraten. Wir haben also aus Anlegersicht nicht unbedingt die besten Tage oder Wochen hinter uns. Aber, und das ist eben sehr, sehr spannend, auch mit den heutigen Kursverlusten von 2,15% erreicht die Aktie jetzt einen sehr, sehr interessanten Unterstützungsbereich. Nicht wie in der deutschen Börse-Aktie eine Range, aber hier eine Unterstützung aus EMA 200, aus einem alten Bewegungshoch vom letzten Jahr vor der Corona-Krise. Gleichzeitig dann auch hier in diesem Bereich wurde im September, Oktober, November auf der Unterseite immer wieder mal gekauft und zusammen mit einem kurzfristig überverkauften Markt, also wir sind ja sehr dynamisch zuletzt gefallen, besteht hier eine gewisse Chance, diesen gesamten Supportbereich, der leider relativ breit ist und sich bis ca. 121 Euro hinzieht, für eine Stabilisierung zu nutzen. Was wäre im Rahmen einer solchen Stabilisierung zu erwarten? Zunächst einmal können wir hier davon ausgehen, dass die Aktie mittellängerfristig in einem Bullenmarkt unterwegs ist, die gleitenden Durchschnitte steigen. Wir haben seit dem Corona-Crash-Tief doch eine recht starke Aufwärtsbewegung gesehen, sodass ich davon ausgehe, dass wir hier auf der Unterseite momentan lediglich eine Korrektur sehen, wenn auch eine deutliche Korrektur. Aber gut, wir sind im Vorfeld ja auch weit gelaufen. Von daher die Möglichkeit, sich jetzt hier zu stabilisieren, in diesem Preisbereich kleinere Bodenbildungen zu starten, um dann ja in Richtung 137 bis 140 Euro durchzustarten. Und das ist natürlich das, worauf dann der Bulle, der mittelfristige Bulle auch spekuliert, dass das nicht nur eine kurze Erholung wird, sondern dass man diese Basis dann auch nutzen wird, um später ein neues Hoch, ein neues Allzeithoch zu erreichen. Das heißt, hier den Aufwärtstrend weiter fortzusetzen, sodass sich das am Ende wirklich nur als Korrektur entpuppt, also die Kursverluste der letzten Tage und letzten Wochen. Die Alternative dazu, die ist natürlich auch hier aus Anlegersicht eher eine Katastrophe, nämlich mit dem oder in dem Fall, dass wir hier nicht nur eine Korrektur nach unten sehen, sondern dass die Aktie hier das erste Standbein einer größeren, deutlichen Abwärtsbewegung ausgebildet hat. Dann kann es zwar auch hier nochmal zu einer gewissen Erholungsbewegung kommen, was die Aktie sicherlich spannend macht, auch nochmal kurzfristig auf der Longseite, aber am Ende wird man das dann aufgeben und später in Richtung 110 Euro bis vielleicht sogar 100 Euro zurückfallen und hier damit eine sehr, sehr große Korrektur starten, die dann auch mittelfristig für einige Probleme sorgen könnte. Soweit die technische Ausgangsbasis in der Aktie selbst. Natürlich können Sie hier wiederum beide Seiten handeln, je nachdem, was Sie letztendlich traden wollen. Ich habe Ihnen zwei Zertifikate exemplarisch mitgebracht, und zwar auf die Merck-Aktie den Open-End-Schein. Das ist die SB8TPY, Basispreis und K.O. hier bei 117,58,6 Euro, Hebel
Level 11,4 und das Bezugsverhältnis 0,1 und die Put-Variante ebenfalls ein Open-End-Zertifikat. Das ist in diesem Falle die SD90H3. Wir haben hier einen Basispreis und einen K.O. von 145,394 €, Hebel 7,62 und Bezugsverhältnis 0,1. Beide Scheine also relativ moderat, aber es sind ja eventuell auch mittelfristige Szenarien, die man da handeln möchte. Soweit erstmal zu unserem heutigen Ideas-Aktiencheck. Ich danke Ihnen, dass Sie eingeschaltet haben, wünsche Ihnen natürlich eine erfolgreiche Handelswoche und freue mich auf nächsten Montag zum nächsten Video.